Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Ja, diesmal ist die Maus nicht im Bild. Sehr schön, habe ich daran gedacht. Und genau, wir haben in der letzten Folge das Walder Seitenschwert etwas aufgemotzt, das ich gefunden habe. Und genau, das wollen wir diese Folge mal ausprobieren. Also ich will es zumindest mal ausprobieren, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Ist die Falle. Sollte sie zumindest sein. Hallo. So, genau. Keine Falle. Wunderbar. Ich glaube, das war jetzt eigentlich auch anders geplant. Nehmen wir mal eben schnell einen Heiltrank. Autsch! Was ist denn los? Aua, 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 aua! Okay, die Waffe ist auf jeden Fall schnell, aber Schaden macht sie nicht. Okay, das ist ein bisschen kontraproduktiv jetzt. Das nervt mich selber gerade ein bisschen, weil wir eigentlich, keine Ahnung, ziemlich viel jetzt investiert haben, oder ziemlich viel Zeit, sage ich mal, mit dem Seelenfarm, ich jetzt persönlich. Aber ich würde sagen, ich steige wieder um auf Crude's Claymore. Ich glaube, das macht immer noch am besten was aus. Ja, ganz oben. Ich guck mal eben schnell das hier. Das braucht man vorerst auch nicht mehr. Was haben wir denn sonst noch so? Wurfmesser, Harze, Köderschädel. Köderschädel können wir tatsächlich, glaube ich, gebrauchen eventuell. Also zumindest, wir haben ja noch andere Dinger dafür. Menschlichkeit haben wir auch noch jede Menge. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen mal den akustischen Köder. Und ja, probieren das bei Gelegenheit mal aus. Wir laufen vielleicht schneller. Genau. So, was sagt der? Achtung, Tränen. Genau, das hatten wir ja letzte Folge schon. Genau, die Falle hier ist wieder aktiv. Kommt hier? Scheinbar nicht. Ne? Ja, jetzt kommen sie. Jetzt gehen wir da einen Schritt weiter. So, die Falle hat schon mal einen für uns erledigt. Ja, komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Etwas näher, bitte. Okay, gegen einzelne von denen haben wir eigentlich wenig Probleme, muss ich sagen. Zitter, Backstab, tot. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn es recht betrachtet. Oh, ein Schlangenschwert. Jetzt bin ich aber gespannt. Schlangenschwert 110. Großschwert normal. Dieses einschneidige blutperfekte Großschwert sprechen wir es halt auch nicht. Irgendwie. Aber irgendwie auch sonst nicht. Okay. Dieses einschneidige blutbefleckte Großschwert stammt von den gleitenden Schlangenmenschen in Sens Festung. Einem gewöhnlichen Menschen wird das effektive Führen dieses Schwerts, dieses schweren Trumpfs enorme Probleme bereiten. Gucken wir mal, wie viel hat das denn? Oh, aber B-Attribut und 24 Stärke, so viel ist das gar nicht. Und es hat auf jeden Fall bessere Anfangsattribute als Claymore. Deswegen. Warte mal, das gucken wir auf jeden Fall mal eben an. Ja, ist in Ordnung. Sieht auf jeden Fall irgendwie cool aus. Okay, einhändig ist das absolut nicht unser Ding. Zweihändig kann man schon tragen. Okay, aber ist halt wirklich extrem langsam. Ich würde sagen, Stärke werden wir so oder so noch ein bisschen skillen. Auf 24 sollten wir da auf jeden Fall kommen. Und dann gucken wir uns das gleich mal an, wenn wir da soweit sind. Also wenn wir da weiter sind, soweit. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Autsch! Autsch! Was macht ihr denn?
müssen wir ein bisschen zurückgehen. Au, au, au. Das war anders geplant. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Ausdauer. Ja, nicht so geil. Was ist denn los? Okay, ihr seht, Zens Festung ist tatsächlich eine schwierige Geburt. Irgendwie. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Wer bist du denn? Na, aber hallo, da war ja jemand. Okay, wir hoffen einfach mal, dass die Falle da oben wieder geht. Und versuchen uns dann nochmal da durchzukämpfen. Ist echt. Tut mir leid, heute ist es wirklich irgendwie eine schwierige Geburt. Ja, die Falle geht wieder. Hallo. So, da kommen sie. Und sie kommen runter. Naja, wenigstens hat zum einen ein bisschen Schaden gemacht. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Autsch. Okay. Aua. Jetzt hört doch mal auf. Arschlöcher. Alle beide. Okay, also wir lernen immer schon rundrum. Ui, nur sowas. Ah, noch ein Schlangenschwert, sehr schön. Wir nehmen mal eben einen Heiltrank. So, eben, jetzt habe ich hier noch gar nicht unten geguckt. Nur oben. Glaube ich zumindest. Wo ist die Falle? Da. Ha! Gut versteckt, muss man sagen. Okay. Hier scheint es auch nichts mehr zu geben. Und dann gehen wir weiter und probieren es halt nochmal. So, ich glaube, wir müssen echt mal eine Möglichkeit finden, den Köder anständig einzusetzen, weil ich glaube, der ist... Der kann wirklich praktisch sein. So, mal hier. Zweiter. Autsch. Das war nicht ganz weit genug. Au, jetzt hört doch auf. Mein Gott. So, nehmen wir erstmal unsere Seelen wieder auf. Hm. Wieso kann ich die nicht wegstemmen? Was ist denn da los? So, einmal Ausdauer. Danke. Verdammt, den kann ich nicht wegtreten. Sicher nicht? Naja, jetzt fliegt er runter. Sehr schön. Achtung, Schützenposition. Ah. Jetzt könnten wir den da oben killen. Aber ich weiß nicht, ob das im Moment Sinn macht. Okay, der war mehr oder weniger knapp. Macht aber nichts, wir leben noch. Jetzt gehe ich mal eben schnell darüber. Und verleiht mir hier mal einen Trank an. Und dann will ich nochmal eben gucken. Ich den nicht. Autsch. So, warte mal, jetzt mache ich mal eben. Hier so schräg. Aua, 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 aua. Autsch. Scheiße. So ein Mist, verdammter. Okay, kann ich die Dinger vielleicht kaputt machen? Das wäre auch eine Idee, oder? Wird die vielleicht kaputt machen können? Oder wir nehmen wieder einen Bogen. Und machen den erstmal platt. Mit dem Bogen können wir auch anständig weit schießen, zumindest. Na, kommt her, ihr Schlangenwesen. Da seid ihr ja.
Na? Ja, wie die lösen die Falle nicht aus? Was ist denn das hier? Das ist ja voller Beschüsse. Nein. Das war anders geplant. Sehr schön, so funktioniert's. Okay. Na ja, gut, dann holen wir den anderen noch ran. Und lösen die Falle dann aus. Wieder kommt nicht. Was ist denn los mit dem? Jetzt hat. Na komm. So gefällt mir das. Ist hier was? Das machen wir jetzt mal so. Schauen wir mal, ob wir den vielleicht so treffen. Okay, hat auf jeden Fall von uns abgelenkt. Also okay, wir können auf jeden Fall durch die Dinger durchschießen. Das ist schon mal... Genau. Na, komm her. Er rennt jetzt auf uns zu. Und ich hoffe einfach mal... Genau, auf das habe ich gehofft. Ist der gestorben? Nee, der steht noch. Der versucht doch wieder irgendwas. Genau, und hier ist der andere. Okay, ich glaube, das würde ewig dauern. Deswegen lassen wir das jetzt mal eben. Schaden kommen. So. Na, Schützenposition. Ach, genau. Oha. Genau, da schießt er nämlich dorthin. Ah. Verdammt. Was tut denn jetzt ja? Verdammt. Was soll denn das? Wo kam der her? Der muss irgendeinen anderen Weg gehabt haben. Das heißt, wir können auch einen anderen Weg finden. Okay, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Endlich mal, dass man sich über den Tod freuen kann. Mehr oder weniger. Okay, aber das bringt uns weiter. Das heißt, es muss irgendwo noch einen anderen Weg geben, wo der hergekommen ist. So, hallo. Kommt ihr wieder? Alle beide womöglich. Ja, wunderbar. So. Sehr schön, beide schon gut angeschlagen. Okay, obwohl es mir eigentlich lieber gewesen wäre, wenn einer dabei draufgegangen wäre. Oh, oh, oh. Nein, was ist denn los? So war das nicht geplant. Oh Mann, ey. Was für Drecksäcke. So alles. Na gut, hilft nichts. Müssen wir nochmal ran. Ja, deswegen wäre es mir lieber gewesen, wenn schon einer vorher draufgegangen wäre bei der Falle. Oh, man kann ja auch nicht alles haben. Okay, einmal unsere Seelen. Ja gut, war eh nichts. Ja, wenn da einer kommt, dann sollte das eigentlich auch möglich sein. So, super, der ist hin. So, und dann können wir uns auch in aller Ruhe mit dem hier begnügen. Bekriegen. Weil den können wir dann nämlich ganz einfach. Sollten wir zumindest. Die drehen sich zum Glück nicht besonders schnell. Genau, dann können wir den backstabben.
So, kurzer Prozess. Immer gute Sache. Okay, und hier muss es irgendwo einen Weg geben, wo der lang gekommen ist. Ja, von da oben rund. Nein. Ist hier auch nicht. Hier sind wir hergekommen. Okay, wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach nochmal. Schießen den mal eben an. Sobald ich treffe irgendwie. Ich glaube, zielen ist besser mit der Maus. Obwohl, das ist auch ziemlich wackelig, die Angelegenheit. Nee, komm, das lassen. Wir müssen den ja bloß mal kurz. Genau, das reicht schon. So, versuchen jetzt den da runter zu hauen. Oder lassen den da runterhauen. Das ist doch nicht wahr, oder? Können den auch nicht da runterhauen irgendwie. Na. Komm mal her hier. Nein? Ach, verdammt. Können den echt nicht runtertreten oder so. Das ist ja doof. Ja, komm. Na, dann tötet man halt. Es muss hier irgendwo einen Weg geben, von dem aus man hier wieder hochkommt. Ah gut, der ist schnell gestorben. Ich bin echt ein bisschen irgendwo. Vielleicht kann man da hoch irgendwie von unten. Das wäre jetzt auch doof. Ist nicht irgendwo noch eine Leiter oder sowas? Wo man runterschießen kann vielleicht. Boah, ich weiß, da oben ist noch so ein. Das Ding, vielleicht bin ich hier irgendwo. Ich mag es zwar auch zu bezweifeln, aber. Wo kam der her? Der muss von irgendwo wiedergekommen sein. Vielleicht sollten wir auch selber einfach mal runterspringen. Gucken. Da irgendwie wieder hochkommen, weil irgendwie muss der wieder hochgekommen sein. Oder können die Wände hochklettern? Das kann natürlich auch sein. Das wäre dann ziemlich doof für uns. Moment, das machen wir anders. So, der kann nämlich wirklich zum Problem werden da unten. Ja, toll, der reicht nicht bis hin. Hier mal den Kurzbogen rein. Ja, macht auch nicht mehr Schaden. Na gut, dann. Nein, nicht den Sch. Moment, was mache ich denn? Leute. Ich komme nicht mehr klar. Okay, hier das. Hier das. So, jetzt mal wieder Standard ausgerüstet. So, ich mach mal eben. Ah ja, genau, ich. Verdammt, warum laufen wir hier so langsam? Ich glaube, das ist Wasser, aber. Verdammt, ich hänge hier irgendwie. Ah ja, genau. So. Rechts rum ist die Schwachstelle. Ja, wenn man rechts rum kommt. Verdammt. Okay, ist ziemlich glitschig hier unten, muss ich sagen. Hier unten schnell laufen ist auch nicht.
Okay. Wir probieren es nochmal. Wir machen jetzt die Folge, würde ich so sagen, so lange, bis wir den Geheimgang entdeckt haben. Ja, irgendwo, oder bis wir, zumindest bis wir wissen, wie der da hochkommt. Das ist ja, das muss irgendwie gehen. Das muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie. Bist du wohl. So, einer tot, sehr schön. Viel Schaden macht das Ding eigentlich bei denen auch nicht. Die haben, glaube ich, eine ziemlich gute Körperpanzerung. Also können wir eigentlich auch mal wieder auf das. Wie gesagt, bei denen arbeite ich ja eigentlich auch mehr mit Backsteps. Dann gehen wir mal wieder auf das Balder-Seitenschwert. Probieren das wenigstens nochmal aus. Und genau hier brauche ich ja auch noch den Kurzbogen. Erstmal zumindest. So. Weil das Balder-Seitenschwert, es ist ein gutes Schwert, das muss man schon sagen. Ja. Es macht auch ein bisschen Schaden. Und ja. Nochmal. Könnten auch mal gucken, ob wir hier nicht die Dinger runterschießen können irgendwie. Aber scheinbar auch nicht. Na, jetzt kümmern wir uns erstmal schnell um den hier. Hierher. Genau. So. Also jetzt hat es funktioniert. So, gut, der fällt da runter. Ich hoffe mal, dass wir da ein bisschen was sehen unten. Und der kommt hier rüber gelaufen. Dort unten durch eine Tür. Ist jetzt da durch eine Tür gegangen, ne? Oder klettert der dann eine Leiter hoch? Ja, und dann kommt er von dort. Der Drecksack! Nein! Nochmal. Ah, warte mal, da ist ein Durchgang. Den versuchen wir mal eben. Tada, Leiter. Sehr schön. Ach du Scheiße, das hätte echt ins Auge gehen können jetzt. Aber, ach, der ist uns wahrscheinlich hinterhergesprungen und dann draufgegangen. War auch schön. Okay, wir haben den Geheimgang entdeckt. Das ist sehr gut. Seele eines stolzen Kriegers. Es bringt uns nur gleich null. Verdammt nochmal. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite auch einen Geheimgang oder sowas. Können wir hier nicht irgendwie ein Seil runterwerfen oder so? Warte mal, auf jeden Fall können wir mal. Wir haben doch diese Prismasteine. Wollte ich auch mal einsetzen. Tatsächlich funkelt das da unten so schön. Na, ist so schön. Okay. An dieser Stelle beende ich die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir haben einen kleinen Geheimgang gefunden und naja, weiß nicht, ob uns das weitergebracht hat, aber wir sind hier. Das ist schon mal gut. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.